So, hallo Leute, da bin ich wieder hier bei Let's Play Kingdom of Amalur: The Reckoning. Ja, wir folgen jetzt hier diesem komischen Typen, der uns da irgendwo hinführen will. Wird bestimmt ganz witzig. Ah, okay. Gegner, Gegner, Gegner. Meiner, meiner. Okay, das ging schnell. Oh, noch welche? Übrigens, mir ist vorhin aufgefallen, dass er die Full-HD-Einstellung nicht genommen hatte. Deswegen habe ich das gerade noch mal so ein bisschen gefixt. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Das heißt, ich habe irgendwie beim Rendern dann ein total merkwürdiges Videoformat gehabt. Naja, aber das funktioniert jetzt so weit. Das heißt, für euch sieht das Spiel noch schöner aus als vorher. Oh, was haben wir hier Schönes? Weichkrabbelpulver. So, auf in den Wasserhallengrund. Folgt mir dem Typen mal wieder weiter hier. Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Hat der nicht vorhin noch die große Fresse gehabt? Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selki-Schleier. Naja, lass uns mal weiter. Ja, bist ja ein toller Typ, ey. Lalala, ich bin ja schon gespannt, was mich hier erwartet. Oh, und schön umgekribbelt. Ich liebe das, wenn diese kleinen Kokosnussdinger auseinanderfliegen. Eisenhammer, Dietrich, oh ja, sehr praktisch. Brauche ich unbedingt mal wieder welche. Da ich irgendwie vorhin bei den Kisten irgendwie 100.000 Stück verbraucht habe. Was war das? Au! Hallo? Geht's noch? Schnell hier raus! Hab ich mein Schwert dabei. Was ein kranker Scheiß. Explodierendes Wasser. Sehr interessant. Hallo, Elfe. Autsch. Komm schon her. So, konnte ich hier nicht noch was looten? Ja. Einmal Gold. Und noch mehr. Amans Schlüssel. Schöne Sache das. Was haben wir hier im Dreckhaufen? Baumwollrogen. Eisenkeitschild. Da gucken wir doch mal gleich, was das taugt. Blockt 7 Schaden. Naja, kann man verkaufen. Brauchen wir nicht. Aber Hauptsache, wir haben es uns mal angesehen. So, keine Reagenzien. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, ob die Elfen hier diese Riesenviecher sind. Frag mich sowieso, was das für komische Elfen sind. Bam! Oh, okay, jetzt ist unsere Spezialleiste wieder frei. Aber ich heb mir die lieber nochmal auf. Kann ja sein, dass hier noch irgendein Endboss oder sowas kommt. Kasmaran hat keine Angst. Weil, wenn man sich hier so diesen Brunnen anschaut... Wow! Taste hämmern und mehr oh, geil geht das ab. Geile Sache. Wuhu. Okay, hätte sich jetzt mehr gelohnt mit mehr Gegnern, war aber irgendwie trotzdem witzig.
Ah, Bandit. Blute. Wer gehört mir? Bam. Die hatten jetzt nicht wirklich viel drauf. Aber dafür, dass der Typ sagte, er wäre so ein Weichei, hat er das ja eigentlich relativ gut gemacht. Wo ist er hin? Da ist er. Kasmaran wird schon bald belohnt werden. So. Ich will nur noch mal vorher gucken, was das überhaupt für ein Helm ist, den wir da bekommen haben. Selgi Schleier, okay. Mana Rek und. Ah. Kann ich auch gar nicht anziehen. Will ich eigentlich auch gar nicht, aber naja. So, ah, okay, hier ist unser Lager. Wer bist du denn? Finna. Hallo, Finna. Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat einen Freund gefunden. Ja, hat er. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Ihr seid keine Feien? Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Der Schleier ist verflucht. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Oh ja. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Ich mag Narben, aber mach's gut, Finna. Ihr bringt den Säugling Egan am besten in seine Wiege zurück. Seine Mutter macht sich bestimmt Sorgen. Sie ist aber ganz schön aggressiv. Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Okay. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Ein sehr merkwürdiger Typ. Man sieht sich. Naja, dann bringen wir ihn mal lieber zurück. Bevor der Kleine sich noch was wehtut. Auf durch die schönen Wälderchen hier. Oh, was lag denn hier? Ah, Gold lag hier rum. Plupp. Blümchen pflücke ich alle, denn ich mag auch Blümchen. Natürlich wisst ihr auch, ich mag Raketen. Aber ich mag auch Blümchen. Lalalala. So, gleich sind wir wieder da. Der kleine Egan wieder zurück. Freut sich bestimmt Vater Dünwell, oder wie der heißt. Haltet Schritt. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Oh, ist das ein Weichei. Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Oh mein Gott. Ihr geht nach Hause. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte. Und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Oh wei. Dann aber schnell nach Hause. Sich. So, kriege ich jetzt hier noch einen Questabschluss? Oh, hallo Kiste. Sehr leicht. Das gibt nichts. Das auch nicht. Könnte klappen. Yep, da ist sie offen. Statischer Hammer. Naja, bin eigentlich nicht so der Hammerfreund. Was ist mit dem jetzt hier? Müssen wir zur Mission zurück? Obwohl, eigentlich machen wir all diese Dinge. Dann lebt ja. Wohl. Naja. Bei Mitaru. Egan ist wieder da. Da freut sich was aber was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Ja klar, ich bin ja auch ein toller Typ. Erodierende Dolche. Ich hätte auch Gold genommen. Muss ich ja mal so offen und ehrlich gestehen. So, jetzt schauen wir nur mal. Wie kommt man da zu dieser Elfe? Ah, okay. Dann nehmen wir nur erstmal von Schwester Zelda. Okay. Nehmen wir mal der ihren Auftrag noch an. Schwester Zelda.
Ja, seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Was redet sie? Welche Kunde bringt ihr? Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Das kenne ich ja irgendwoher. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Klingt so, als müsste ich da rein. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Ja, wo genau ist denn das Buch? Die Brüder der Mission Sankt Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Naja, ich mach das bisschen. Aber ich sag mal, bis dahin, im nächsten Teil, euer Gobbo, ciao!